Habe ich auch noch nicht sonderlich viel gemacht. Da habe ich ja auch erst zwei Parts aufgenommen. Nämlich vom zweiten mehr als vom ersten auf. Na gut. Aber bei dem war ich auch noch relativ still, weil da ziemlich viel Cutscene am Anfang ist. Und es ist leider saumäßig asynchron gewesen. Was kann ich für euch tun? Aber gut, das ist halt das Problem, wenn man wenn man Traps nicht aktuell hält. Immer schön aktuell halten. Traps und dann mit Sony Vegas rendern, genau. Das war's, was ich sagen wollte. Schnelles Gebirgspferd. Aber ein schnelleres haben sie nicht gehabt, oder? Also, irgendwie vorankommen tut man trotzdem nicht wirklich. Aber da kommt man nachher auch noch zur Situation, wo man wirklich froh wäre, wenn es etwas zügiger wäre. Aber gut, das ist halt so in dem Spiel. Dass ziemlich viel mit Laufen ist. Das finde ich halt mit Guild Wars praktisch, dass es die Karten immer gibt. M und dann ist man auf dem anderen Dings. Oh, erster, zweiter Erfolg. Inzwischen haben wir schon zwei Erfolge. Damit haben wir gleich so viel Prozent des gesamten Graumen, Anwesen ist jetzt euer Zuhause und gleich zweimal. Klasse. Observation zum Observatorium des Königs. Lesen. Mal gespannt. Ah, vorübergehend werden natürlich die Parts 15 Minuten dauern. Ganz einfach, weil ich hier auf dem Account das Limit habe. Cutscene. Danach sage ich weiter. Oh, bisschen was versunken. Ah ja, auf meinem normalen Octobyte, nicht LP Octobyte wie der hier, sondern beim normalen, da habe ich das inzwischen nicht mehr. Da kann ich dann machen, so lange wie ich will. Mache ich halt hauptsächlich Gameplay, Trailer, was weiß ich. Da habe ich aber nichts Kommentiertes bis jetzt. Es gibt das Step. So. Warum kann man da nicht einfach runterspringen? Warum nicht? Das wird so viel einfacher machen. Früher der erste Spell, den man als Dudu gelernt hat, neu gelernt hat, war derjenige, den man jetzt erst ziemlich spät kriegt. Den Mal der Wildnis. Oh, inzwischen auf Stufe 30. Ich glaube, das war zwischendurch auch mal wieder höher. Die sind. Blizzard ist sich einfach nicht einig, wann. Ab welcher Stufe man welche Sachen machen soll. So, mal schauen. Ich Idiot. Ich muss ja da runter. Dann sprinten wir mal. Weil sonst dauert das ja ewig. Ja, die ganzen Bewohner voller Angst und Panik und keine Ahnung. Wörter finden ist nicht einfach. Muss ich auch noch mal ein bisschen üben. So, springen wir mal drauf. Neben uns ein Gewicht war. Mann, die kann man nicht verwenden. Nicht Dingsen. Anklicken. Was andere Leute vielleicht möglicherweise jetzt gedacht haben, ist natürlich auch nicht möglich. Ich hoffe natürlich, dass niemand so denkt, aber. Moment, ich habe die gerne andersrum. Erst die großen und den kleinen Beutel, dass ich die kleinen immer am Ende habe, dass ich die immer schön austauschen kann. Ja, man sieht ein bisschen bei der Karte, dass ich vorher Carbonit drin hatte. Früher mal ein kostenpflichtiges Add-on, bis Blizzard das wahrscheinlich anscheinend gebannt hat. Und seitdem, seit einer Zeit ist es kostenlos. Finde ich aber ziemlich Schmarrn. Es ist auf dem PvP praktisch, wenn man halt Nachrichten sofort mit zwei Klicks kann man Nachrichten senden. Achtung, da und da wird angegriffen. Aber sonst eher weniger sinnvoll. Aber man sieht halt die eckige Karte hinter dem anderen. Zeigegeiz hat auch ziemlich viele Möglichkeiten zum Einstellen. Man kann sogar die NPCs, mit denen man sprechen will, anzeigen lassen. Ist praktisch, wenn man sich nicht sonderlich gut auskennt und keine Ahnung hat, wie die aussehen. Bei Morpher reicht der Wegpunkt völlig aus. So, machen wir mal ein bisschen auf. Halten wir mal die Gegner ein bisschen auf. Erstens retten wir mal die Leute, die in der Karawane waren.
die da kaputt gegangen ist. Muss eigentlich ja weitergefahren. Müssen wir nachher hinlaufen, na toll. Oh, ich nehme mal wieder einen Ken und Welpen mit. Mit meinem DK hatte ich da meinen Spaß mit, da habe ich den Ken und Welpen gehabt. Und nebendran so ein Kernhund. Was war das? Zwielicht-Dings. Ja, Zwielicht gegen, wie heißt sie? Ach, keine Ahnung. Irgendwann diese 85er Gebieten halt. Da muss man auch mal einen Kernhund füttern. Und da habe ich meinen einfach mal dazu gestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Screenshot habe. Vielleicht. Aber ich glaube nicht. So, zwei gerettet. Kommt. Ich will alle retten. Ne, alle nicht. Fünf reicht. Fünf könnten noch alle sein. Erzähl mir jetzt bitte nicht, du bist da, du hast keinen, den du angegriffen hast. Aber es sieht so aus. So. Da will ich hin, da ist nämlich eine Friedensblume. Friedensblumen hab ich gern. Naja, ich singe jetzt lieber nicht. Singen tue ich vielleicht später mal. Ah, ich hoffe, dass die Tonaufnahme richtig funktioniert. Laut meinem Test müsste es funktionieren, man müsste mich gut verstehen. Aber man weiß ja nie. Aber vorhin, das hat gut funktioniert mit dem anderen. Gibt's kein Aggro? Doch. Aggro. Aggro FTW, naja, so vielleicht nicht. Oh, eine Kröte. Slash Love. So, damit haben wir das auch. Das muss man einfach nebenbei machen, damit spart man sich jede Menge Zeit. Oh, wir sind gleich Stufe 9, 10. 9, glaube ich. 9 müsste es sein. 9, genau. Level up, was gibt's Neues? Oh, ich muss unbedingt mal die Katzengestalt holen. Die lohnt sich nämlich schon. Ausdauer, Intelligenz. Ausdauer ist gut, Beweglichkeit ist sehr gut, Wille ist, naja, Intellekt bringt mir weniger. Keine neuen Fähigkeiten. Sanitäter, ja, das nehmen wir so. Funnel Path up. Ach ja, stimmt. Wir haben jetzt zwar die anderen gerettet, aber wir haben ja immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir die Geißel auf den Fersen haben. Da ist eine Friedensblume und deshalb kill ich den Ogre-Diener. Du denkst, sind Ogre nicht meistens zweiköpfig? Ach nö, das sind doch nur die Magier oder so. So. Mir fällt wieder auf, ich sag ziemlich wenig. Weißt du nicht, wie das Leuten gefällt oder nicht gefällt? Ich weiß noch nicht, was Leute davon halten, wenn man das Ganze ausblendet. Ich weiß, ich bin davon nicht so überzeugt. Ich werde es deshalb wahrscheinlich nicht machen. So, mal schauen, wie viel muss ich noch killen von denen? Ach, Handvoll. Drauf. Ogre-Diener, mein Zorn sei dir gewiss. Einfach weil wir weil deine Art Genossen und du unser Volk jahrelang angegriffen habt. WoW ist ein ziemlich brutales Spiel, wenn man es genau nimmt. Da frisst ein Kernhund Welpen einfach Knochen und direkt hinter ihm wird ein Ogre abgeschlachtet. Wenn ich meinen DK anschaue mit den zigtausenden Kills, die er gemacht hat im Laufe der Zeit, ist es schon Wahnsinn. Es gibt die Leute, die sagen immer, WoW ist viel weniger brutal als viele andere Spiele, aber in welchem Spiel bringt man so viele Leute um? Ich kann mal schauen, wie viel ich in der einen Session jetzt schon um die Ecke gebracht habe. Ganz einfach gesagt. Das steht, sehe ich auch hier. Kampf. Ne, Siege, Tode. Geselligkeit. Spieler gegen Spieler. Nö. Ja, 184 Gegner getötet in der kurzen Zeit. Kennen wir den nicht von vorhin? Oder so einen in die Richtung?
Ich würde sagen, ich nehme mal dem Sinn Banner. Ich finde, das ist einfach, das hat so, das gefällt mir so gut, das Banner. Nein, natürlich gibt es auch, ist es nur für einen größeren Plan. Was der Plan ist, das werden wir gleich sehen. Was fällt dir schon wieder ein, mich anzugreifen? Ja, schon wieder. Wir müssen unserer Killliste noch jede Menge Gegner hinzufügen. So, du wilde Bestie. Bestie muss sterben. Interessant wäre es natürlich auch mal zu wissen, was ihr von aktuellen Spielen haltet. Natürlich zur Zeit dieses Videos. Oder wenn ihr es natürlich ziemlich spät seht, dann natürlich auch von denen, die es dann gibt. Keine Ahnung, wenn ihr die 2020 anschaut, weiß ich nicht. 2011 ist natürlich was komplett anderes. Da schauen die Leute noch so komische Sachen wie Let's Play World of Warcraft oder sowas. Ich werde natürlich Aufnahmen immer in Sessions machen. Das heißt, ich werde mich hinsetzen, solange wie ich Bock habe, zocken. Und dann machen. Wenn ihr Terabyte und dann einfach irgendwann rendern und dann je nachdem entweder teilen oder beim Rendern schon aufpassen. Ich habe glaube ich 1 Terabyte Platz für Videos, das hält eine Weile. Auch wenn 5 Minuten ungefähr 4-5 Gigabyte haben. Für mein Volk, genau zur richtigen je nachdem wie groß ich jetzt aufnehme. Wenn ich Minecraft aufnehmen würde, wie ich schon ein paar Mal getestet habe, mit Full HD, das ist dann schon relativ schnell die Festplatte voll. Ah, vorhin habe ich Minecraft mal zum Spaß versucht, oder zum Testen, ob Aufnahme überhaupt funktioniert. Gezockt und habe vergessen, dass ich im Hintergrund noch, wie heißt's, Need for Speed Carbon offen hatte. War auch recht lustig, weil dann halt einfach alles nicht mehr so ganz so flüssig läuft. Ah, gemütlich, 18 Uhr. Da hat man ja gemütlich Zeit. Mal so. Mal schauen, was mir der Druidenlehrer mir beibringen kann. Ich muss mal packen. So, okay, Gestalt wandeln. Ich würde sagen, das gewöhnen wir uns auch gleich mal an. Da werden wir auch demnächst was lernen, was deutlich besser ist. Deshalb will ich die beiden noch tauschen, das hat schon seinen Grund. So, und ich mache hier mal einen kurzen Cut, bis in ein paar Minuten.